So, ihr Lieben, einen schönen Sonntag, Vormittag, Nachmittag, wie auch immer, wann ihr das Video seht. Der Hane mal wieder hier aus Düsseldorf, heute mal wieder aus dem Garten, aus dem Mini-Badezimmer, weil das Wetter nicht so nach draußen ist. Es könnte jederzeit anfangen zu regnen. Von daher Mini-Badezimmer und im Garten, da ich das Setup, was ich heute nutzen möchte, hier im Garten habe. So, da ist es runtergefallen, das Liegen tritt sich fest. So, bedeutet, was gibt es Schönes? Wieder den Solinger Vintage Rubble vom letzten Mal. Danke an den lieben Lars, der den Tipp gegeben hat. Es könnte ein alter Lutz sein. Nichts Genaues weiß man nicht, aber was der Lars sagt, ist da immer schon ziemlich genau. So, der Vintage Rubble mit den zwei unterschiedlichen, einmal grobe Zahnseite, einmal feine Zahnseite, Schrägschnitzland, wie im letzten Video. Dazu gibt es ein Akku Aftershave, cool. Die haben wohl neue Flaschen. Die sahen sonst immer ein bisschen duschgelmäßig aus, immer noch eine Plastikpulle ist, wohl ein bisschen weniger drin, ja, auch bei denen hat die Inflation zugeschlagen. Ansonsten habe ich eine Klinge, die ich bis jetzt noch nicht hatte, und zwar die Derby Uster. So sieht die Klinge im Papierchen aus. Dazu gibt es eine Rasierseife, und zwar die grüne Cella Crema de Barba mit Aloe Vera Bio. So, dann haben wir das, dann bauen wir, legen wir los. Erstmal den Rubbel auseinanderbauen. Ach ja, einen Rasierpinsel gibt es auch. Es gibt einen Schweineborsten-Rasierpinsel. Der ist noch ein bisschen am Wasser, der muss noch eine Runde einweichen. So, das heißt, das ist aber nichts Dramatisches. Den halten wir gleich noch in die Kamera. Packen wir mal die Klinge aus. Im Übrigen, so sieht das Papierchen aus. Vorderseite, Rückseite. So, das heißt, so sieht die Derby Uster dann aus. Den Mogel zusammenbauen und dann schauen wir mal. So, der Bart ist von Mittwoch, seit Mittwoch nicht mehr rasiert, heute ist Sonntag. Dann schauen wir mal. Mal gucken, wie viele Durchgänge wir heute brauchen, ob es wieder zwei wird wie beim letzten Mal oder ob wir drei machen. So. Dann einmal das Gesicht nass machen. So, geduscht habe ich mich heute Morgen im Garten, schön mit kaltem Wasser, mit so einer Campingdusche, schön kalt, erfrischend, deshalb das Gesicht jetzt ein bisschen gründlicher nass machen. So, gut, noch ein bisschen. Der Pinsel hat eingeweicht in so einer schönen Metalltasche, Metalltasse, Go Wild. Und dann haben wir hier einmal den Pinsel, mein Novum Nummer 011. So, einmal ein bisschen Wasser. So, einmal kurz. Der war jetzt 10, 15 Minuten Wasser. So, nochmal kurz eintauchen. So, dann Gesicht ist nass. Handtuch hängt. Und ansonsten geht's wieder los. So. Klar, Wassertropfen im Hemd. So, hier war ein bisschen Seife drauf. Das ist so eine mittelfeste Rasierseife. Die Konsistenz ein bisschen härter wie Oraso-Rasierseife. Der Tiegel ist relativ klein, der Pinsel relativ groß. Trotzdem geht es halt. Ne? So, denn auch sowas geht. Einmal kurz ein paar Runden drehen, ordentlich Seife aufnehmen. Und dann legen wir los. Wie immer schäume ich im Gesicht auf. Oder wie fast immer. So, für alle, die meine Videos zum ersten Mal sehen, warum schäume ich im Gesicht auf? Es
Warum benutze ich Rasierpinsel, Rasierseife, Rasiercremes? Es bereitet die Haut einfach besser auf das Rasieren vor wie ein Dosenschaum. Das Barthaar wird besser eingeweicht, was den Hobel, einen Rasierer, den Rasierhobel, den Rasierer besser durch die Barthaare gleiten lässt. Und ja, ansonsten richtet hier ein Rasierpinsel die Barthaare noch auf, was dann die Barthaare besser abschneiden soll. So, das sollte erstmal reichen. So. Ansonsten, es gibt auch Leute, die nehmen die Seife in den Pinsel auf, schlagen den Schaum in einem extra Tiegel vor. Kann man auch machen, ist nicht so meins, denn ich bin auf dem Standpunkt, wenn es sich richtig anfühlt, ist es auch wichtig. Das heißt, man spürt die richtige Wasserseifenkonsistenz auf der Haut. Denn wenn es sich richtig anfühlt, ist es auch richtig. So, der Pinsel war 10 Minuten im warmen Wasser. Ihr habt es gehört, ich habe da einmal ein bisschen Wasser rausgetropft. Damit er nicht zu nah ist, brauche ich noch ein bisschen Wasser. Dann hole ich mir noch ein paar, einfach die Pinselspitzen ganz leicht ins Wasser klopfen. So, Seife in der Nase. Toll. Und einmal kurz hier Olifantuch. Ja, ein bisschen Rasierseife auf dem Shirt. Wie immer, man schlabbert. So. Man kann sich natürlich auch oberkörperfrei rasieren. Mache ich nicht für meine Videos. Muss nicht. So. Dann geht's weiter. Für meinen Geschmack fühlt sich das noch ein bisschen trocken an. Das heißt, jetzt einmal die Pinselspitzen ganz leicht ins Wasser tupfen. Ein paar Tropfen. Und dann geht's weiter. Einfach 1, 2, 3 Minütchen die Seife im Gesicht aufschlagen, Schaum draus machen. Und dann. So, jetzt fühlt sich der Spaß richtig an. Für meinen Geschmack. Dann legen wir los. So, ich möchte diesmal hier die grobe Seite wieder von oben nach unten, dann die feine Seite quer und wenn ich eine dritte Runde brauche, gucken wir mal, wie wir es machen. 30 Grad Winkel, Derby Ostra, Vintage Rasierhobel, wahrscheinlich ein Lutz, nagelt mich nicht drauf fest. So. Bedeutet, es geht los, der Vintage Rasierhobel, Cella Rasierseife und Derby Ostra mit einem Vintage Rasierhobel aus Solingen. So, erste Runde, 30 Grad. Mit der etwas gröberen zwei Seiten. So ist wie mit dieser Seite hier. Ne? So. Die Derby Oster gibt etwas mehr Rückmeldung wie die Derby Premium beim letzten Mal. Nicht unangenehm, fühlt sich bloß etwas anders an. So, erste Runde rum. Bisschen. Hier steht noch ein bisschen mehr. Dann machen wir die zweite Runde. So, die zweite Runde quer zum Strich. So, bei der zweiten Runde braucht man die Rasierseife meiner Meinung nach nicht mehr so sehr einarbeiten. Einfach ein bisschen im Gesicht verteilen. Seht ihr, ein Pinsel ist noch genug.
Und dann geht's weiter. So, jetzt einmal die feinere Zahnseite für quer zum Strich. Auch hier ist die Derby-Osterklinge etwas besser, etwas gibt mehr Feedback, ist besser zu spüren. Also der Hobel war beim letzten Mal schon relativ sanft für einen Vintage-Hobel. Hier gibt die Klinge einfach ein anderes Feedback, eine andere Rückmeldung. Ach ja, wenn ihr wissen wollt, wie die Cella Crema de Barber riecht, Rasiercreme, Rasierseife, ist eine Rasierseife, ein bisschen fester wie Derby, das ist so ein Aloe Vera Duft, relativ mild, relativ sanft, da passen jede Menge Aftershaves zu. Wie ihr seht, das Zeug gibt einen super Schaum, also Cella Rasierseifen könnt ihr eigentlich in jeder Form nutzen. So, mal kurz drüber gefühlt. Das Ganze ist jetzt nach drei Runden, nach zwei Runden, Entschuldigung. Nicht ganz so gründlich wie am Mittwoch. Deshalb werde ich jetzt hier noch eine dritte Runde nachlegen. Das heißt, ich würde vermuten, das liegt an der Klinge, dass die Derby Oster mit dem Hobel hier nicht ganz so effizient performt. An so einer Rasierseife liegt es in der Regel nicht, oder an der Rasiercreme, was man da nutzt. Wenn die Gleiteigenschaften gut sind, ist das eigentlich wurscht. Es gibt auch Rasierseifen, die sind absolute Grütze. Sowas habe ich auch schon mal ausprobiert. Ob ich sowas da mal im Video bringe, so eine absolute Grütze Rasierseife, kann ich echt nicht sagen, aber das muss nicht. Ich bin gerade am Überlegen, welche Seite ich jetzt nehme für Gegenstrich. Ich nehme gegen den Strich die Seite mit dem feineren Zahnkamm, nicht den groben. So, einmal quer zum Strich. Fast nicht zu spüren, Hobel gibt gute Rückmeldung, man fühlt ihn ein bisschen, aber es ist jetzt nichts Unangenehmes. Zum Gegenstrich kann ich jetzt nicht sagen, wie beim letzten Mal war, ihr habt es gesehen. Gegen den Strich habe ich ihn letztes Mal nicht verwendet, weil es einfach nicht nötig war. So. Unter der Nase finde ich Gegenstrich mal ein bisschen schwieriger, deshalb gehe ich da kreuz und quer. Dann schauen wir uns den Spaß mal an. So, im Grunde kann man das so lassen, das gefällt mir fast so. Ich gehe jetzt noch einmal, hier ist noch ein Gleitfilm auf der Haut. Ich gehe jetzt noch einmal ganz kurz, um auch wirklich alles zu erwischen, mit der etwas gröberen Seite einmal so übers Gesicht.
Das heißt, hier ist noch ein leichter Gleitfilm auf der Haut. Das könnt ihr nicht mit jeder Rasierseife machen. Bei manchen Rasierseifen habt ihr dann auch keinen Gleitfilm mehr, wenn die weg ist. Bei der hier schon. Jetzt habe ich hier unten leichte Blutpunkte. Ich habe aber keine großen Katastrophen gespürt. Ich kann tatsächlich sagen, es könnte jetzt an meinem Gesicht liegen, dass das Gesicht nicht optimal ist, altes Gesicht, oder am Wetter. Ich würde es jetzt bei dem Gefühl nicht auf den Hobel schieben. So, dann einmal kalt Wasser ins Gesicht. Dann kommen wir zum Fazit. Und dann haben wir es geschafft für heute. Natürlich Aftershave. Ne? So. Pinsel drauf. So. Dann haben wir es eigentlich im Großen und Ganzen fast geschafft. Einmal das Gesicht abtupfen, nicht rubbeln, tupfen. So. Jede Rasur mag sie auch noch so sanft sein, bringt immer Mikroverletzungen auf der Haut. Deshalb nicht rubbeln. Das ist einfach wie es ist, weil man mit einer scharfen Klinge über die Haut fährt. So, dann nehme ich das Handtuch. So, dann geht es weiter. Wir kommen zum Aftershave, das Arco Cool in der neuen Variante. War vorher so eine Art Duschgelpulle, ist glaube ich ein bisschen weniger drin. Vorher waren glaube ich 300 Milliliter, jetzt sind es 255. Auch da hat die Inflation reingeschlagen. Typischer Arco Cool Duft, so ein 80er Jahre Duschgel. Jeder, der Hallenbad aus den 80er, 90ern kennt, weiß, wie das riecht. So gefühlt. So, einen ordentlichen Schuss. Und dann schauen wir mal. So. Ein ganz leichtes Brennen. Das kommt mit der Derby Ostra. Es ist nicht nur ein leichtes Britzeln, sondern ein ganz leichtes Brennen. Nichts Dramatisches. Das heißt, das war etwas rauer. Also hier bei der Geschichte war das Hobel-Rasierklingen-Feedback schon etwas direkter wie im letzten Video. Das heißt, mit der Derby Usta, die ist mit dem Hobel halt etwas rauer. So, ansonsten ist das eine Kombination, die man machen kann. Das war nichts Unangenehmes. Die Arco Aftershaves, in der Regel alkoholhaltige Aftershaves, desinfiziert, leichte Pflegeeigenschaften, im türkischen Supermarkt aus der Türkei mitbringen, gibt es für einen kleinen Euro, kann man machen. Zweite Runde Aftershave, dann gucken wir, wie es mit dem Brennen aussieht. So, zweite Runde Aftershave, Brennen weg. Das heißt, nur noch ein leichtes Witzeln. Dann kommen wir zum Fazit. Ja, womit fangen wir an? Wir fangen an, selbstverständlich, mit der Cella Rasierseife Bio in der Version Aloe Vera. Ganz leichter Aloe Vera Duft. Passt zu vielen Rasierwassern Aftershaves, weil die jetzt nicht so stark beduftet ist. Hat einen schönen Schaum gemacht, hat schöne Gleiteigenschaften, keine Katastrophe. Kommt gut durch. Für meine Haut geeignet. Der Schweineborsten Novo Nummer 11 Rasierpinsel. So klasse gibt es auch oft in den Barbershops.
hat einen schönen Schaum gemacht, ist ein bisschen härter wie eine Kunstbürste. Kann man echt nichts sagen, macht immer einen guten Schaum, muss man halt so 10 Minuten, ein Viertelstündchen im Wasser einlassen. Je länger man einen Schweineborstenpinsel nutzt, die kriegen so gesehen Spliss, desto, ja, wie kann man sagen, desto weicher werden die, desto sanfter werden die. Ja, aber ein Schweineborstenpinsel gibt halt immer einen Massageeffekt. Und das ist dann auch so gewünscht. Dann der Hobel, der Vintage-Rasierhobel aus Solingen, vermutlich ein Lutz. Vielen Dank nochmal, den lieben Lars, für die Info. Mit der Derby Ostra, eine direktere Geschichte wie mit der Derby Premium. Leichtes Bitzel im Abschluss mit dem Aftershave, nichts Dramatisches. Dramatisches kann man machen. Nicht ganz so gründlich wie mit der Derby Premium. Keine Katastrophenhobelklingen kommen, die kann man machen. Da habe ich noch. Oh, Kleinigkeit übersehen. Schlechtes Vorbild. So, zwei, drei Haare, weil sie nicht mehr weg mussten. Schlechtes Vorbild. So, dann im Endeffekt das Aftershave. Das Arco Cool. Auch blaues Arco genannt. Aus der Plastikpulle. Früher gab es eine Duschgelpulle. Aktuell ist es wohl diese. Die haben wohl umgestellt. New. Ich weiß nicht, was da dran neu sein soll. Ich denke mal die Verpackung. Wie immer ein schöner Duft. So ein 80er, 90er Jahre Hallenbad Duschgelduft. Haut fühlt sich gepflegt an, kann man immer machen, kriegt dafür einen schmalen Euro im türkischen Supermarkt oder bringt euch aus dem Türkei-Urlaub mit in der Urlaubszeit. Ist immer eine Empfehlung wert, wenn ihr eins findet. Solltet aber nicht mehr wie 3-4 Euro dafür bezahlen. Wenn ihr irgend so ein, ja, 5, 6, 7 Euro dafür nimmt, nein, macht einen Bogen drum. 3-4 Euro ist ein fairer Preis dafür. Ne? So, dann bedanke ich mich. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Viel Spaß beim Video. Vielleicht hören und sehen wir uns im nächsten Video. Mal gucken, wann es kommt. Zeit muss dafür auch da sein. Jetzt waren es mal zwei Videos kurz. Dann kommt mal wieder ein Monat keins bei mir. Ihr kennt das. Es muss auch immer die Zeit für sowas passen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Einen schönen Gruß von Düsseldorf in die Welt. Und natürlich ein schönes Wochenende. Tschüss.